Ciao. Oh, du Spasti. Komm. Was ist los, Bruder? Aua. Oh. Wir fahren jetzt nach, wie heißt das Ding nochmal? Vogelsang? Da ist so ein kleiner Dirtpark. Wir waren das letzte Mal vor einem Jahr, hat übelst Bock gemacht, war mein erstes YouTube-Video. Also das erste richtige. Machen wir heute wahrscheinlich auch noch eins. Nur mal sehen, wie es wird. Let's go. Ja, bin mal gespannt, wie es wird. Oh. Aufzug ist immer noch kaputt. Deswegen müssen wir wieder tragen. Gerade war Nils noch hier, ne? Echt? Nils ist hier. Da vorne müssen überfahren. Oh, da kommt! Egal, das reicht noch bis nach Hause. Oder bodenlos. Läuft, let's go. Ja, ohne Scheiß, die Griffe sind maschabar. Auf jeden Fall. Digga, die Preise sind halt bodenlos teuer. Also, puh. So, wir waren jetzt Edeka, haben uns neue Red Bull Edition geholt. Und so ein bisschen Chip. Und sagen so, hast du Renegade Raider? Okay, Digga. Und halt diese zwei Chips. Ich sag so, ja, ihr scheiß Fortnite-Kiddy Schnauze halten. Komm, lass mal fetzen, Digga. Keine Ahnung, was die von uns wollen. Das Ding ist, Bruder, die kommen jetzt von da. Einer ist gerade über den Bahnsteig gerannt, Bruder. Die kommen jetzt zu uns, Bruder. Oh, fuck, Digga. Die kommen jetzt zu uns. Oh, ich habe ja erst keine Ahnung, was das ist. Was ist los? Na, Bruder, was ist los? Digga. Sieht nicht so gut aus, ich würde sagen, lass abwetzen. Ja, Bruder, was ist los, Digga? Ja, Digga. Bruder, er rennt, Digga. Er rennt. Bruder, was ist los? Was ist los, Bruder? Bruder, was ist denn los? Ich fühle mich gerade maximal belästigt, Digga. So, wir testen jetzt die neue Summer Edition von Red Bull. Ich hab bei Edeka geholt. Aber mäßig, Digga. Timo, probier mal. Ich kenn ihn. Witzig? Nein. Okay. Aber schmeckt aber mäßig, muss man sagen. So, wir fahren jetzt zu Nils. Yeah! Fahren dann wahrscheinlich zu einer anderen Bahnhaltestelle, 5 Kilometer entfernt. Dass wir nicht bei denen einsteigen müssen, weil ich glaube, die sind da noch. Und ich habe halt ehrlich keinen Bock auf so Stress und so. Nämlich bei dem weiß man nie, nämlich da hat immer jemand ein Messer dabei. Oder hier, nee, Köln, haben die auch manchmal eine Pistole dabei und da habe ich halt ehrlich gar keinen Bock drauf. Digga, das sind die ganzen Kanaken da drüben. Wieso? Digga, die sind uns hinterher gerannt, Digga, wollten unser Fahrrad abziehen. Ernsthaft? Ja. Hast du gefilmt? Der hat 20 Mal oder so, Digga. Bruder, der ist mir hinterher gerannt, der eine. Dem riech ich Chester schon. Dem riech ich aufgemuckt, Digga, wir haben 5 Mal Plätze gewechselt. Flughafen in eine Regio einsteigen. Ja, Digga. Ja, ich hab geguckt, eine Bahn fährt, aber... Ja? Ja. Aber dann müssen wir doch von hier fahren, oder? Nein, S12. S12 ist ja die in Port hält. Nein, die hält in Port. S19 nicht. S19 nicht. Ja, S12 hält nur nicht Flughafen, ne? Ja, genau, genau. Aber dafür halt Ports, ne? Und bei S19 ist halt andersrum. Ja, scheiße. Jackson jetzt einmal kurz hin. Lass sie durch, lass sie durch. Nein, Bruder. Wir Jackson Ports. Nein. Ja, Bruder. Vorsichtig, Bruder. So, wir gucken jetzt,
ob die da die ganze Zeit immer noch sind. Wir chillen am Bahnsteig 160, wo der Bus nach vorne fährt. Soll ich die mal fragen, Digga, was ihr Problem ist? Wir wollen noch fliegen. Digga, du mit deiner scheiß Kamera, Digga, das heißt nicht, dass du... Ja, weiß ich jetzt nicht, Digga. Was Subway Surfer die Bahn lang, Digga? Bruder, ja, scheiße, da sind die, da sind... Bruder, die rufen jemand an, Digga. Die rufen jemand an. Die rufen gerade ihre Homies an. Der eine telefoniert. Der eine telefoniert. Bruder, der hat uns gesehen, Digga. Der hat einen E-Scooter in der Hand. Der eine rennt. Der eine rennt hier hin. Nils! Nils! Ja, Bruder. Und der eine, guck mal, da kommen die anderen. Das sieht man nicht auf Kopf. Bruder, nein, Digga. Ich sag dir ehrlich, die holen Leute mit Auto und so. Ich fetz jetzt ab. Der mich verfolgt hat, der kämpft sich nach da hinten rein. Ja, das ist der Mann. Bruder, dreh dich schon mal um. Bruder, gefällt dir. Der kommt zu uns. Guck mal, da links, links hinten, da ist noch einer. Komm, abwärts, abwärts! Komm! Ja, Bruder, der kämpft sich gerade von der anderen Seite rein. Bruder, wir wollen keinen Stress, Digga, ehrlich. Ja, Bruder, aber, nee, sag nochmal. Sag, komm her, ich schlag euch nicht auf Straße, ich schlag euch nicht auf der Straße, Digga. Digga, was? Und dann sag ich so, ja, ich habe einfach gar nichts zu sagen. Ich stand einfach, hab sie gewartet, was passiert. Und dann ist sie halt nochmal weiter zu mir gekommen, hat gesagt, voila, ich mach nichts. Dann sehe ich halt so, wie der zweite Kanacke von hinten kommt. Ja, Digga, der zweite hat mich gefickt. Also er ist mir hinterher gerannt. Ich weiß. Wir denken damit der zweite, der uns eh hinterher gerannt ist, dass er uns fickt. Guck mal, wie viele da kommen. Digga, drei! Bruder, was? Digga, das ist kritisch. Bruder. Digga, die sind da zu dritt. Bruder, guck mal, da steppt der eine rüber, der ist mir hinterher gerannt. Ganz hinten. Ey, der kommt mit E-Scooter, der eine. Voila. Bruder, ein Kanacke kommt mit E-Scooter. So, wir sind jetzt Endhaltestelle und müssen jetzt, weil die wahrscheinlich in der Bahn drin sind, mit der Straßenbahn fahren. Aua, meine Gabel, geil. Zum zweiten Mal. Let's go. Oh, Alter. Oder, weiß ich nicht. Oh, Bruder. Bruder, Roller, der eine ist abgestiegen. Bruder, der sieht schon. Oh nein, Bruder. Bodenlos. Gut. Scheiße. Lass abfassen, abfassen. Bruder, so ein Mitte 20-Jähriger hat mich. So, wir müssen jetzt raus. Oh, ich muss raus. Ich muss raus. Ja? Echt? Komm, lass mal hin. Safe. Safe, wir gehen da jetzt mit. Ah. Ja, Digga. Digga, wo ist der hin? Oh, ich hab hier. Bruder, geh mal kurz aus dem Weg, Nils. Digga, geh auch. Da bist du mal, Timo. Bruder, du Hurensohn, Timo. Ja, Bruder, du Hurensohn. Hä? Ja, nee, ist nein. Was? Hier. Bruder. Ja, die Fette Hauptbahn. Ja, Bruder. So. Oh, maximal rutschig. Scheiße, Gleis 8, Gleis 8, Gleis 8. Gleis 8, Digga. Wo ist denn das? Gleis 8, Digga. Yeah.
Dabei. Komm, 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 komm. Komm. Komm, mach Jalla. Ey. Ey, ey, ey. Ey, komm, geh doch mal weg. So, Leute. Wir sind jetzt in Ehrenfeld. Keine Ahnung, wie wir jetzt hingekommen sind. Boah. Wo müssen wir? Wir müssen da runter. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Fahren wir zum Dirtspot. Die anderen sind mit der U-Bahn gefahren, so. Und, mal sehen, ob wir wieder von irgendwelchen Leuten verfolgt werden. Ich hoffe es mal nicht, ne? Man sieht halt wirklich, die Sonne geht schon unter, also die Aktion mit den Leuten, die uns verfolgt haben, hat uns den ganzen Tag gekostet, also da merkt man, ja okay, ist richtig scheiße, also so, wir wollen nämlich natürlich vor Nils und Timo da sein, deswegen müssen wir jetzt einfach ein bisschen schneller fahren. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Ah, oi. Digga. Du Idiot, Digga. Aua, Digga. Aua. Oh. Aua. Oh. Nimm mal Rappel. Bruder. Ah. Bruder, alles gut? Warte, warte, warte. Wo tut's weh? Rücken. Jetzt mal vorsichtig hoch. Was passiert? Paddle-Slip, ne? Warte, warte, sag mal. Tut's hier weh? Nee. Da? Digga, unten halt nur links, links hier? Arsch. Ja, ja, da. Da. Da, ja, ja. Ja, ist ein bisschen blau, aber es wird. Ich bist du angegangen, dass dein Rahmen jetzt durch ist, Digga. Ah, nee, Digga, das war ein bisschen früh. Ist das ein Riss, Bruder? Oh. Oder? Ah, nee, war nur Staub. Ja, Nils geht's gar nicht gut. Hat sich ja gerade gemault. Digga. So, das war's jetzt mit der Session. Es ist jetzt dunkel, Nils hat sich gemault. Wir konnten jetzt eh nicht mehr fahren. Ja, und jetzt geht's ab zurück. Und ja. Okay. Der Lenz ist da. Ah. Lenz. Verbohnt geht Lager. Ja. Hä? Wie viel? 300. Eine? Eine. Du kannst du mit zwei Fingern. Du brauchst nicht einstellen. Nur 300 Euro, eine Bremse. Eine Euro, eine Bremse. Also die hier 300. Genau. Die kannst du nicht einstellen oder so. Du kannst mit zwei Fingern. Krass. Hier jetzt. Guck mal. Ey, eine Bremse kostet 300 Euro. Hydraulik hier, Hightech-Bremsen. Ich hab ja Zugbremsen. Hier mit Seil noch, ne? Na komm, fahr mal keine Runde. Hier musst du schalten. Ah, die Bahn kommt glaube ich gleich, oder? Schalte. Ja, oder? Ja. Ja, die sind ja besser als Hightech, Hydraulik. Ja, die sind ja besser als die, die sind ja mit Zug, Seilzug hier. Ja, die kannst du auch nicht einstellen, gar nichts so. Echt krass. Außer müssen wir natürlich nur ölen, ne? Ja, ja. Ja, bei mir ist er mit Seilzug hier. Die hat hier einen Seilzug drin. Du kannst hier ablesen, ganz viel Kilometer lassen. Wie bitte? Was? Was ist los? Hast du ein Problem? Nee, sie? Alles. Basti, halt die Fresse. Alles gut. Ciao. Ja, du Basti. Komm.
Digga! Der hat aus der Jacke ein Messer geholt und wollte ich abstechen. So. Bruder, was? Ja, ach, deswegen wollte er auch so schnell sein. Digga, der war komplett betrunken, ne? Ja, voll. Digga! Bruder, davor konnte er ehrlich noch gut rennen, Digga. Stell dir vor, ich hätte mich gemault, Digga. Bruder, der Huren so schärfer, der wäre auf uns losgegangen. Ich und Timo standen direkt daneben, der ist neben uns losgerannt. Ja, Digga. Bruder, was? Der hat ein Messer gezogen. Ja. Digga, ein fettes Messer oder? Digga, so eine Klinge. Was? Der hätte sich damit easy niederstechen können. Bruder, was, Digga? Digga, das ist krank. Bruder, von was für Kennex werden wir heute verfolgt? Ich hab ihn nur angeguckt die ganze Zeit, weil er halt so... Ja, Digga. Er hat mich auch angeguckt. Weißt du, er hat doch angefangen, nicht so... Was guckst du so? Weißt du, Ja, Digga, ich hab die ganze Zeit weggeguckt. Ich hab gesehen, der hat mich angeguckt. Ja, mich auch. Und dann hab ich die ganze Zeit weg von dem geguckt. Ja, hab und hab dann irgendwann gedacht, ja, okay, ich mach mal GoPro an und guck, was der sagt. So, Bruder, was zum Fick? Digga, denkst du, der hat durchgezogen? Der hat mich abgestochen? Ja, jetzt voll. Digga. Ist in der Bahn von jemandem angepöbelt. Und dann sind wir halt raus. Und dann ist er hinterher gerannt. Und hat ein Messer gezogen beim Rennen. Ich habe gar nicht gesehen, dass er ein Messer gezogen hat. Ich bin einfach abgejagt. Aber Nils meinte jetzt so. Der steht ja hinter dem, Digga. Ja, Digga. Dann bin ich ganz schnell die andere Treppe gegangen, weil mich hätte mit der mit meiner Verletzung geholfen. Nils war ja verletzt. Und ich dachte mir, okay, der rennt mir hinterher. Ich fahr's ab. Und ich wusste nicht, dass er ein Messer hat. Perfekt, ja. Ciao. Also die Bahn hält jetzt an meiner Endstation und ich muss jetzt aus dieser Bahn aussteigen. Mein Rücken tut dementsprechend weh und ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. War sehr viel Action heute. Gute Nacht. Total. So. Jo, das war's. Wir sind jetzt an unserer Haltestelle raus. So, wir müssen nur gucken, dass wir hier runterkommen. Warte nur. Okay, dann haut rein bis irgendwann. Kann auch nächste Woche vielleicht wieder. Scheiße.